Der Frosch und der Hahn sind ein Dauerbrenner, aber ich glaube, Coco macht's auch nicht mehr lang. Coco ist ein Affe. Coco mag Bananen sehr. Aber wisst ihr, wer sich übel freuen kann? Hä? Der Papagei von Fruit Loops, der wurde von so einem Einhorn abgelöst für ein paar Jahre und jetzt ist er wieder back. Oh. Das Einhorn By the ist way, wir weg? machen Yoshi's Island, Nee, oder? das Einhorn ist jetzt mit da drauf, der teilt Das sich jetzt Einhorn gerade. ist weg! Ja, es war Das mal Einhorn peinlich, die und. Packung zu kaufen, wenn ein Einhorn drauf ist. Ja! Das war so ein Scheiß! Und für welche Cornflakes schämt ihr euch? Willkommen zurück. Ah. Das ist die to Ah. toxische Cerealinität. Ja. Also ich. Cerealien. Also ich. Gute Arbeit. Cerealien sind mir suspekt. Cerealala-Land. Cerealala. Die Tropical Island. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert mit diesem Wump da. Ich bin sehr gespannt. Oh, wollt ihr Ja, das wieder wird machen, dass wir witzig. verlieren müssen? Ja. Natürlich. Ja. Okay. Man Warte, muss die mach nicht, ganze. mach Minispiel ein bisschen einschränken. Echt? Okay, und wie? Was wäre Ja! sinnvoll dafür? Stimmt, stimmt. Warte mal. Was, Und es was? wäre doch irgendwas, muss doch irgendwas geben, was sinnvoll für. Wir spielen Mario Party und schauen, dass es darum geht, wir müssen versuchen zu verlieren. Ich glaube, Was die wäre sinnvoll? Action wäre dann am sinnvollsten, weil man da nicht auf Ja, Zeit irgendwas, oder? Action. Mach nur Action. Könnte sein, Okay. ja. Boah, ich weiß nicht genau, was als Action zählt. Ich auch nicht. Ich meine, Könnte auch sein, dass es. Geschicklichkeitsspiele sind die, wo man mehr Zeit hat, würde ich Ja, aber sagen. es könnte gerade sein, dass die Actionspiele gerade die sind, wo. Na, guck mal, das mit den Skifahren war bestimmt ein Geschicksspiel letztes Mal, Das oder? stimmt. Ich weiß es nicht. Oh, schau ich Ja, den es ist Sand an. eh dumm eingeteilt. Der ist bestimmt voll Mann. warm. Oh, Der diese ist so Früchte. Oh. rau und sandig und kommt überall hin. Ich hasse ihn. Wobei ich muss sagen, Wassermelone ist ein bisschen overrated. Nee. Wenn sie gut ist, ist sie schon sehr gut, aber ich finde Honigmelonen irgendwie besser. Ich bleibe dabei, Honigmelonen haben mehr Geschmack, aber Ja. Wassermelonen sind unfassbar erfrischend. Das Es ist stimmt. halt für jede Zeit, gibt es halt eine bessere Melone, aber keine von denen ist der anderen überlegen. Es Okay, kommt aufs Timing das an. nehme ich. Aber es gibt Leute, die stellen Wassermelonen auf Ja, jeden Fall zu das sehe hoch. ich halt nicht. Da bin ich immer so, aber Honigmelonen sind zu gut. Ja. Aber Wassermelonen sind auch sehr gut. Ich muss inzwischen, wenn ich Wassermelone höre, immer an das eine, Gott, das Wasser war auch denken. an einem Montag, war von dem Markus Söder Yes! Instagram-Account. Scheiße! Humo Dritter. Oh! 9871! Und zwar hat er war in irgendeinem Hotel in Griechenland oder so, aus irgendwelchen Gründen, hat ein Bild von seinem Frühstück gepostet und zwar einfach zwei Ringe Ananas aus der Dose, zwei Tiefkühl-Erdbeeren, man hat gesehen, dass die tiefgekühlt waren, nur aufgetaut sind und dazu dann noch so ein kleiner Block Wassermelone und das war erstmal die traurigste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe so einige traurige Dinge Naja, aber allein für YouTube gemacht, okay? wenigstens Low Carb. Ah ja, Es Jungs. ist nicht Low Carb. Ist es nicht? Warte, ist es? Warte. Ja, doch. Nein, Wahrscheinlich die schon. Ananas ist doch, hat doch super viel Zucker und sowas. Nee, Carb ist Zucker ist nicht Carbs. Kohlenhydrate. Ja. Also sowas wie eine Waffel und Brot. Brötchen und so. Jungs, Ist ja nicht Buhu Zucker auch müssen wir machen dazu? oder nicht? Können wir Buhu ablehnen? Nee, müssen wir machen, richtig? Wenn du es ablehnen Clown. kannst, kannst du es ablehnen. Zucker Okay, ist. das wollte ich halt fragen. Zucker ist auch nicht besser, aber Wir müssen nur einen Stern kaufen, ne? Ja. Okay, dann kein Buß. Das ist übrigens die Regel, wenn wir auf den Stern kommen, müssen wir ihn mitnehmen. Sonst könnten wir einfach auf Stern gehen und sagen, ja, den nehme ich jetzt nicht Ach so, mit. und wir Wollen müssen übrigens immer verlieren. in die Richtung des Falls laufen oder wie funktioniert das? Ach so, ja, für alle, die diese Folge sehen und die anderen nicht. Wir versuchen zu verlieren. Wir Ja. gehen dahin, wo wir hingehen wollen, keine Ahnung. Ja, das ist halt das Ding. Ja, Du aber hast den jetzt können dann wir, nicht. den können wir den ja auch auslassen, den Stern. Deswegen, also müssen wir jetzt dahin Nee. laufen? Ach so, Frage, naja, die Regel habe ich hast du beim letzten Mal wirklich schon geswitcht, gesagt. Man das muss ja? immer in Richtung Stern sich entscheiden. Oh, Okay. echt? Oh. Ja, ich dachte Also, halt. ich habe mich jetzt entschieden, Richtung Stern zu laufen, Obwohl aber. auf der Umgang Map wäre ist es. Moment, ich habe Ja. mich entschieden, Richtung Stern zu laufen, aber wenn ich das nicht zahlen mache, dann Okay, laufe ich ja dann den gehst du anderen Weg. okay, auf der Map ist es, glaube ich, Aber dann egal. hast du jetzt hier trotzdem den Stern. Bei anderen Maps ist es wichtig, aber hier kann es ja Ja. passieren, dass der Stern eh zu dir kommt. Insofern ja. Genau deswegen finde ich die Map ja so passend für das Ja, die ist super, Konzept okay. nochmal. Also ist Dann egal, brauchen wir wo wir meine Regel nicht. hinlaufen. Ja. Okay. Okay. Bei Woody's Woods ist das wichtig, weil sonst kann Außer man. wir laufen irgendwo im Kreis, falls das möglich ist. Genau, man Das kann immer im Kreis laufen, ist sonst. verboten. Ich bin Donkey Kong. Hallo. Hallo, Donkey Kong. Okay. Ist das die Krawatte aus deinem Dr. Bean Video? Ich wollte Ja. mir dafür Dr. eine. Bean? Ich Wie? wollte mir dafür eine. Dr. Bean? Wer Er ist hieß. Dr.
Bean. Nein, der wurde in dem Video kam sogar eine Stelle. Pass mal auf. Der ist so sauer. Pass mal auf. Warum hab ich das gemacht? Warte mal. Zum einen. Zum anderen. Das kommt nicht von irgendwo her. Das ist aus Maves Unterbewusstsein. Wahrscheinlich mein Video gesehen und da ein Clip, der eingeblendet wurde, wo Mr. Bean redet. War wohl, sagt er, und I'm Dr. Bean, apparently. Apparently. Ja, das kommt daher. Ja, ja, das kommt nicht von irgendwo. Das kommt nicht daher, weil ich DK auf der Krawatte gelesen habe und das mit Doktor dann verbunden habe. Ist das aus dem Dr. Bean? Ich bin Dr. Donkey Kong und ich kann coole Tricks. Bittet ihr euch von Donkey Kong als Arzt behandeln lassen? Ja, der kann alles. Okay. Ja, der kann alles. Woher weißt du? Oh nein, was war das? Wir müssen posen. Nein, ich will nicht. Ihr geht da jetzt hin. Nee. Wir machen ein wunderschönes Familienporträt. Verzieht euch, ich ohne will nicht. Spring da hoch. Nein. Bitte nicht. Yo! Ich liebe den Yoshi da. Im Schatten. Moments before disaster. Ich hab mich von euch allen distanziert. Man hat Marios Ass schon oben gesehen. Oh, das war ein gutes Bild und Rosalina schaut einfach nur zur Seite. Komplett distanziert einfach. Au! Er kann doch nicht auf den Steg schubsen, was ist los? Da kann das Wasser fallen. Ja, das ist der Sinn. Und Splitter kriegen. Oh nein. Alter! Ich glaube, das bewahre ich mir für die Ersatzbank auf. Alter, okay. Falter! Ich bin dieses Wochenende einfach in ein Gewässer gefallen. Was? Ja. Guckt euch die Ersatzbank Folge 14 an? Das ist Folge 14, dann ja. Okay, ja. Außer Mogi vergisst sein Mikrofon. Ich hab die Kamera, ich hab heute herausgefunden, wie man's, ich hab meinen Kompressor eingerichtet für die andere Szene. Würfeln. Und ich kann nicht gleichzeitig spielen und reden, du musst mir jetzt einen Moment geben. Und oh, das ist in deiner Profession ein bisschen schwierig. Nein, das geht den meisten so. Ja, ist ja normal. Ich möchte übrigens, das war eine Sache, was ich vorhin nicht sagen konnte, weil ich glaube, Maeve war hier, aber... Ich strebe an, ein Leben wie der rote Yoshi da hinten zu führen. Nee, hier gibt's noch einen, der liegt in so einer ausgefressenen Melone und schaut mit drin hin und her. Nein, ich denke, unter einer Palme zu sitzen und einfach ein bisschen zu viben, ich denke, das ist schon angenehmer als in einer fucking Wassermelone. Das ist widerlich, weißt du, wie schleimig die ist? Ja, der ist wirklich am Weiben. Das hat den Grund, warum Leute da ein Loch reinbohren und sich daran verlustieren. Weißt du, was ich glaube? Verlustieren? Oh Gott. Warum nimmt man nicht eine Orange? Ach stimmt, man kann... Zitrus, das brennt doch! Vielleicht. Das ist doch Säure, die willst du dich an den Weichteilen. Weichteile? Das sind weiche Teile. So wie Weichtiere, ne? Ich meine, der Yoshi da hinten könnte auch ein bisschen Wasser... der könnte dehydriert sein und ein bisschen... Er ist ein bisschen irre geworden. Ja, da ist von den Jeans. Ich weiß nicht, ob man sich so viel bewegt, wenn man dehydriert... Oh, der schwitzt auch richtig, ne? Seht ihr das? Also ich darf jetzt hin, wo ich nicht will, richtig? Du darfst ja, du willst, ja. Okay. Oh, ja. Guck mal, Wario ist auch richtig am Schwitzen, ne? Das ist eine freie Insel. Kannst wählen, wo du willst. Rüber da. Das Geräusch. Blum, blum, blum. Der Yoshi da hinten hat auch so ein bisschen vielleicht einfach nur so ein Dremel. Du bist der Schwindel. Das war meine Impression. Geld. Oh. Achso, ja. Yes. Oh Gott. Oh, komm schon, Mario, komm schon. Stern. Nein. Münzen. 8 Münzen will ich und ich habe einen Stern bekommen. Letzte Runde, weil wir mich verarschen. Das ist auf der anderen. Das ich ist meine, jetzt andersrum. Gegenwert dann Münzen zu einem Stern. Fischfutter. Habt ihr Fische? Nein. Fische sind unter Freunde. Unter dir Fische? Kein Futter. Butter bei die Fische. Nicht so wie du. Oh. Hey, Bro. Ey, was wie geht? Wie wär's denn, hä? Boah, der hatte richtige... Wie man gesehen hat, wie wir alle nach links gedrückt haben. Ja. Der hatte Schmacht. Der hat immer... gemacht. Nicht, dass man sehen kann, dass wir nach links drücken, oder? Es sah so aus, weil wir uns alle ganz bisschen bewegt haben, aber jeder auf derselben Stelle und nicht nach rechts. Ja, jeder hat nach links gedrückt. Oh, der ist jetzt satt. Denn jeder dachte sich, Mann, wenn man nach links drücken kann, dann vielleicht wissen die anderen es nicht. Das ist mein Jeder Moment. Dachte es sich. Ich
bin schlauer. Es ist so gut, dass man da die ganzen Münzen loswerden kann. Ne? Ja, aber ich wollte gerade sagen, weil wir jetzt so alle Münzen hier reinbuttern und nicht nur Morgi wie das eine Mal, ist jetzt das Ding, dass es irgendwann so teuer ist, dass wir es nicht bezahlen können. Und dann sind wir, dann hängen wir fest. Dann sind wir trapped auf einer Insel, wo vielleicht sogar der Stern ist und loopen da die ganze Zeit. Genau, genau. Ich denke, an dem Punkt sollte man die Zinsen erhöhen. So, 11 bis zum Stern. Das kann nämlich nicht passieren. Also, los geht's. Jungs, was macht ein Clown? Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Clown? Die Lohnsteuerabrechnung. Oh. Oh. Das mag war ein Anti-Witz. Haha. Dann bekommst du auch Anti-Gelächter von mir. Ha, willst du einen Schwimmreif? 11 Münzen? Ich habe nur 3. Schenk. Willst du mich arm machen? Ja, du bist schon arm. Sag mal, Bowser, willst du mich eigentlich ficken? Die Antwort wird dir nicht gefallen, Moggy. Du kleiner Go. Oh, oh. Immer wieder lustig zu sehen. Dieses Wegtreten. Er kann halt echt gut kicken. Ja. Bowser ist doch ein Hacky-Sack-Champion. Ja. Was? Ach, das sind die Säckchen. Das tut doch voll wie so ein Podest wegzutreten, oder? Der hat harte Füße. Der hat Krallen. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, er kann Schuhe an, aber... Warum tun wir so, als würden Krallen einen schützen? Sind Krallen nicht übel empfindlich auch trotzdem irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich habe keine. Ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt meinen Zehennagel in die Wand rammen, wenn ich verstehe, wie ich meine. Ja, das ist auch keine Kralle, ne? Ja. Ja, aber... Was war das hier? Sind bestimmt ähnlich befestigt. Bowsers Krallen an seinem Fuß sind wie die Hörner von einem fucking Nashorn. Ja. Also Haare. Yeah. Ja. Behaarte Füße. Ich weiß nicht, wie sich ein Nashorn dabei fühlt, mit dem Horn irgendwas aufzupieksen. Stark. Oh ja! Ich kann Baseball. Wer die meisten Miss-Swings macht. Ich hab so Angst, dass ich ihn irgendwann... Ja. Ja. Opa kommt so schneller und dann... Oh! Oh Gott, war das knapp! Nee. Oh! So, wie viele Bälle kommen wir? Nein! Oh mein 9, Gott! 8. Oh mein Gott, was war das? Er hat getroffen! Da wird nicht mehr ge- Da ist er eingeschnappt. Ich will mit. Jetzt steht er mit. Das war sogar ein Punkt. Oh nein. Oh Gott, das war knapp am Ende. Ja klar war das ein Punkt. Da sollte es kein Punkt sein. Oh, ich liebe die Ballonwürstchen. Ich kann denn einfach nur diese Ballons. Es sind kaum Zuschauer da, weil das wir alle scheiße sind. Ich habe noch nie gesehen. Jo, das, klingt nach, einem Livestream von mir. Was hast du denn gestreamt, Mario Strikers? Nein. Ich habe tatsächlich seit 2 Wochen nicht mehr gestreamt. Irgendwann mache ich das wieder. Wie wär's mit diesem Donnerstag? Nee. Sehr schlecht. Ah. Ich meine nicht wirklich, keine Ahnung. Ist okay, ist okay. Nein, nein, ich gebe dir Zeit. Eine Fahrstunde. Oh, die ist vormittags, nicht abends. Ja, da, das... Was eigentlich nicht keinen Unterschied macht, ich suche nach einer Ausrede. Ja, ist ja gut so. Nice. Ich sag, wir werden großen Spaß haben. Nein. Ich hab kein Geld, ne? Ist egal. Hey, der hat das gar nicht reingekickt. Das flog ganz woanders hin. Nö. Hat er mit der Pike oder mit der Picke gekickt? Picke. Die Welt ist rund. Bei ihm sag ich auch Picke, weil das sieht so aus wie eine Picke bei ihm. Du bist eine Picke. Und du hast einen Pickel. Pass mal auf, Jungs. Nein. Bowser fällt. Krass. Oh. Oh. Bowser oder Rot, komm schon. Da ist einiges möglich. Nein! Und er nimmt genau das, was nicht natürlich. Ist. Du hattest eine 2-1 Chance. Wie steht jetzt man hat nie Glück Surfer mit diesen Pechwürfeln. Noch komm schon. Dasselbe Feld. Ja, ich mag das Feld auch nicht. Ich hab immer Angst, dass der Koopa da von der Wassermelone runterrutscht, weil es zu glitschig ist. Oh nein. Das ist eine Honigmelone. Ich glaub schon. Nein, nein, links ist eine Wassermelone. Ich werde dieses Mal abdüsen. Nicht gegen Rosalina. Oh, was wird aufdüsen? Oh nein. Ja, easy win, Jungs. Keine Sorge. Also, das will ich sehen, wie Fully das dodgen kann. Gewonnen!
Glückwunsch, Fully. Das war so kein Problem. Arbeit. Kein Problem. Keine Leistung. Ich stehe vor Bowser und der gute Bowser, ja, der nimmt mir erstmal mein Geld ab für einen Schwimmreif. Oh nein, ich habe ja 20 Münzen. Hilfe. Nein. Die sind oben links, ein Koopa, der da. Oh ja, ja, ich sehe ihn. Aber es ist nicht Koopa, kein Yoshi. Zu Hülf. Ja, hab ich ja gesagt, ein Koopa. Nein. Nimm mir mein ganzes Geld ab. Hey, Bowser. Ja, Morgi, wirklich niemand hat Yoshi gesagt. Ich habe nicht zugehört. Habe ich doch gesagt. Habe ich gemerkt. Mir? Ein Stern. Willst du von mir einen Stern? Obwohl, nee, warte, das war kein Sinn. Okay. Hüte okay. Dich. Ich meine, ich habe dir letzte Runde schon zwei gegeben, ich kann ja noch einen geben. Jetzt habe ich es gejinxt, verdammt. Verzeihung. Nee, Liebe, Moggy. Liebe. Den Stern kannst du dir nicht leisten. Oh. Wenn jetzt Johnny hier hingeworfen wird. Ei, ei, ei. Oh, das wäre der ultimative Spielzug. Nein. Oh. Nein. Oh. Johnny? Ah, ja. Verdammt. Alle. Oh, der Kelch ist an mir vorübergegangen. Drei. Und jetzt würfel deine Eins. Oh. Wisst ihr, was so eine Sache ist, an die ich, Man muss was. Man muss. Nein. Wisst ihr, was eine Sache ist, die ich gerade sehe? Ich habe gestern irgendein Video gesehen. Es war, es ging ganze 2 Minuten, es war irgendwie Gesundheitsalternativen zu Snacks oder sowas. Und da haben sie dann Zeug, was man statt irgendwas wählen kann. Und statt Eis waren es dann einfach nur Weintrauben, die man einfriert. Das ist gut. Das soll richtig lecker sein, ja. Ja, und seitdem sitzt jetzt, ich sehe gerade die Weintrauben die ganze Zeit, ich denke mir, fuck, was wäre, wenn? Was wäre, lass uns, wenn lass uns das als Hausaufgabe machen. Hätte? Yeah. Eingefrorene Weintrauben. Yeah, wir frieren alle Weintrauben ein und dann probieren nächste wir Woche. Ja. Yeah. Okay. Das wollte ich schon längst mal machen. Ich hier bin. Ich hab's immer vergessen, ich wollte es mal für den Stream machen. Nice! Was? Oh mein Gott, das hab ich noch nie gesehen. Skill. Okay. Alles klar. Ich wusste nicht, weil das überhaupt geht. Wow. Er war ja natürlich geplant von mir. Es ist mir schon erschienen zu oft unabsichtlich passiert. Was war das? Ich wollte ja eins von den beiden grünen Feldern. Ach komm schon. Mich. Ach. Vorsicht, Buhu. Du hast halt nichts. Nein, das ist Yoshi. Wo ist die A-Taste? Ich finde die nicht. Ich hab's ja auch ich nicht. Oh, der Yoshi, oh nein. Das Drücken hier ist nur, damit man beschäftigt ist. Genau die gleiche Sache, wenn man denkt, Nein, das wären niemals 16 Münzen. Ja, das wären nie 16 Münzen gewesen. Meint ihr? Ja, das ist echt viel. Ich meine, ich stimme auf jeden Fall zu, es ist echt viel. Ja, stimmt, 16 Münzen ist echt viel. Kann man beim Stern drücken? Nee, ne? Nein, du. Nein. Du wirst nicht gefragt. Du kannst nicht mehr als einen Stern mitnehmen. Sagen, fick dich und dann ist ein Stern weg. Das ist doch ein Yoshi da auf der Melone. Oh, jetzt kann er von Yoshi klauen, das ist so unfair. Ja, kann er. Ah, true. Das ist ja sausmart. Hey, Moggy. Oh, jetzt drück ich aber A. Das lasse ich nicht. Den lasse ich mir nicht nehmen. Die behalten. So langsam, wie du A drückst, kannst du es auch gleich ganz sein lassen. Was war das gerade? Ja, das klang ja schon so langsam. Ich meine, wir haben Beweise dafür, dass er langsam drückt. Jetzt haltet die Klappe. Das ist schon lange her, ja? Inzwischen bin ich richtig guter Tippler. Mach. Dave, die Jungs nennen dich einen Schwächling. Oh! Wie letztes Mal gefallen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich hau ab hier. Bowser vor mir, nicht. Gib mir bitte keine Münzen, okay? Diese Insel verlasse ich direkt wieder. Sowas aber auch. So ein Mist. Oh, doppelte Münzen. Zweimal Münzen. Oh shit, das würde ich eigentlich echt gerne gewinnen, damit ich alles bei Bowser verliere und nichts bekomme. Balloons, oh nein, das ist so verlockend. Das ist so verlockend. Hey Jungs, ich habe hier ganz was Schönes für euch. Oh, kommt doch mal her. Yes! Oh, Bulli, das geht. Let's go, Bobby. Hey, komm her. Komm her! Oh, das ist das beste Spiel! Yes. Wieso will Fully gewinnen und verkackt trotzdem? Fully wird sogar gewinnen. Weil ich 0 Münzen habe und Bowser könnte mir Münzen geben, also will ich jetzt mein Geld bei Bowser loswerden und deswegen wollte ich gewinnen. Du kriegst 20 Münzen jetzt. Ja, und ich kann jetzt die Münzen verlieren. Lass ihn. Ja, ich bin einverstanden. Er denkt, er weiß, was er macht.
Nein! Ich würde so oder so wahrscheinlich von Bowser so Münze bekommen. Also ihm direkt was zu geben, finde ich es sinnvoller. Das werden wir mal sehen. Hä? Was jetzt passiert. So, wie viel zieht... Der zieht mir mindestens 11 ab. Oh mein Gott, Fully hat recht. Wer hätte ja nichts gehabt, hätte wahrscheinlich was bekommen oder ja, so. Ja, guck mal, und jetzt habe ich 17 Münzen okay verloren. Ja. Okay. Es war ein bisschen klar, dass, so, dass er so teuer war, der Schwimmreifen. Fully hat was für das Team getaggt auch. So, ja, er hat die Minispielmünze einfach vernichtet. Ja, Münze ja aus dem Spiel gebracht, sehr gut. Geld verbrannt. In die Bank eingezahlt. Versus. Oh, kann der Fully direkt wieder ein paar Münzen abstauben. Ah, oh. Bitte nicht. Nee. Ach, das ist Sternfrucht. Nicht so reich. Das war richtig schön viel. Ich will das alles hier nicht mehr haben. Das stinkt nämlich. Ich kann das alles nicht mehr. Geld stinkt einfach nicht so hochwürfeln jetzt. Also meins schon. Naja. Naja. Nee, wir können nicht ganz zahlen. Nö. Wir sind gerade mal in Runde 6 und ihr seid bereits zahlungsunfähig. Ich hab schon unangenehm. Leben auf der Insel ist nicht so. So gibt's nicht überdenkt. Ist nicht Madeira hier. Oh, hoppla. Oh, wait, war das? Yes! Nein! Der Fully hat 4D Schach verloren. Wie gewonnen, so verloren. Ah, der Fully gewinnt jedes Minispiel. Oh, das riecht doch nach einem Minispielstern. Mario. Was soll das denn? Jetzt habe ich genau 20. Es gibt doch bei den modernen Sternen keine Minispielsterne, oder? Doch, ich glaube trotzdem. Ich glaube, alle können kommen, oder? Mhm. Nee, ich glaube, da gab es kein Minispiel. Nein, die modernen und klassischen sind anders. Yo, nochmal eine Runde, Jungs. Yes! Hä, wie die modernen Klassen? Ja, okay. Wir haben noch die zufälligen. Wir haben moderne. Ja, moderne Bonussterne. Moderne Bonussterne ist sowas wie weit laufen oder wenig laufen, sowas halt. Und da kann kein Minispiel. Oder Ausrufezeichen. Ich glaube, kommt kein Minispielstern. Ich glaube nicht. Na gut. Ich glaube zumindest. 20. 20. Nee, nur. Nee. 20. Ich denke immer, dass das auswählen muss. Nee. Guck mal hier ganz klein. Ist doch nicht. Ey, wir schieben das jetzt alle einfach auf Maeve, okay? Oder auf Fully? Nein. Nee, wir schieben es alles auf Fully. Nein! Fully will gewinnen. Nein! Wer ein Spiel gewinnen will, der will alle Spiele gewinnen. Pinguinplage. Müssen wir da Pinguin erzählen? Ja. Moment, das ist ein Actionspiel. Wir haben ja die Actionspiele genommen. Da werden wir wohl keine Pinguine zählen müssen. So, Jungs. Nein, ich bin so dumm! Ja! Ich hab so gehofft, dass irgendwer nicht dran denkt. Ach. Johnny kennt das schon. Das ist immer so unfair. Ich wurde gestern dran bekommen. Ich hab's gestern verkackt, Maeve. Es war fies. Als ob Moggy und Fully das nicht passiert. Oder ich sag dir, verkackt. Ich bin schon mal oben rum rausgeflogen. Also ja, ich wusste es. Ich dachte mir, warum sollte ich oben nicht rausfliegen können? High five, Jungs, high five. Yeah. Ich hoffe, er hat alleine geklatscht. Nee. Ja, ich hab die Hand nicht vom Controller genommen. Nee. Actually. Nicht. Actually. Tatsächlich. Warte, wo ist der Stern? Okay. Tschüss. Der Stern ist in meinem Besitz. Und die Maut wird wieder erhöht. Warum konnte ich nicht. Kannst du auch runter drücken? Ja, hatte ich versucht und es hat nicht geklappt, aber anscheinend wurde der Input einfach nur nicht genommen. Warst du schnell? Ja. Nein, ich wollte. Ja, doch, kann sein. Ja, nein, doch, kann sein. Das Problem kenne ich. 20. Gib ihm die 20. Ich hab doch gerade erst. 15! Eitentasche, Eitentasche! Oh, nein! Oh, geil! Der ist halt in jeder Situation am besten, auch wenn man verlieren will. Immer wenn ich Vierter bin mit 0-0, dann wird eh irgendeine Scheiße passieren. Kommt Moggy mit einem. Was auch immer. Warum ich? Panzerschlacht? Oh nein, wir müssen uns abschießen, oder? Ja, ich glaube, wenn man nicht schießt. Sollen wir wieder zählen? Naja, es funktioniert hier nicht so richtig. Wir drehen uns im Kreis. Nein, wir haben eine gute Zeit. Oh, jetzt drück bloß nicht A, Fully. Oh nein. Oh. Hey, Johnny, lass mal Kanonen berühren. Ja. Ui. Hey, Moggy. Nimm mal deine Kanone aus meinem Gesicht. Ich schieße! Ja! Schieß weiter. Geh da vorne hin. Schieß weiter. Schießt du doch. Du willst es doch auch. Schießt du doch. Komm her, Maeve.
Schieß mir auf den Kopf, wenn ich traust. Komm, okay, du und ich schießen beide. Jetzt ihr. Jungs. Hey, Jungs. Moggy, wir können uns das beide hier beenden. Dann sind die beiden Loser alleine. Komm, schieß auf mich. Ich schieß auch. Komm schon. Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Und ich gehe jetzt. Er will dich verarschen, weil er dann als erstes raus ist. Nein, wir können Countdown machen. Ah, das stimmt. Wenn gewinnen, noch zwei Leben, es ist völlig egal. Dann gewinnen nur... Schnell! Ne, wobei, wird auch remisen, schnell, oder? Schnell! Das haben wir alle gewonnen. Gewonnen! Das hätte funktioniert, oder, Johnny? Ja. Dann hätten nur Fully und ich gewonnen. Ja. Ich habe mehr Münzen, als ich will. Problem ist, Morgi sympathisiert so logischerweise nicht mit dem vierten Platz. Warum kann ich nicht in echt so viele Münzen haben? Was soll das? Oder mit mir. Das kann natürlich auch sein. Nein, ich war mir ziemlich sicher, dass du mich belügen willst. Und dass es ausläuft, dass du dann raus bist und ich dann noch dastehe mit den anderen. Ja, gut. Dann hätten wir alle gewonnen, außer dir. Das war ein großes Risiko für mich, vor allem, weil ich ein bisschen vor dir schieße. Ja, aber ich hätte sehr ehrenlos vor den Zuschauern dagestanden, also... Oh, als ob ich das an dem Bau noch stören würde. Oh, nice! Ich habe letztens, hab letztens Fillmore geschaut und er hat in einer Folge gesagt, ja, da auf der Brücke war ich auch kein Ehrenmann. Und das Wort Ehrenmann ist mir so neu, dass ich niemals damit gerechnet hätte, dass bei Fillmore vorkam. Das kommt mir auch so moderner vor irgendwie. Da gehen wir mal rein. Ich kann das teuer machen. Das wird ganz schön viel kosten. Sind die Steinbockpreise schon wieder gestiegen? Mhm. Werden wir am Ende jemals einen Stern kaufen? Ich meine, bisher haben wir es gut gedodged, aber es kann passieren. Ich habe genug, Moggy hat genug. So langsam wird es eng auf jeden Fall. Ja, wir hatten alle mal genug Münzen für einen Stern. Es hätte uns theoretisch mal passieren können, ja. Wir können ja auch bald nicht mal in dem Teil zahlen, weil bald haben wir es zu hoch gepokert. Ja, stimmt. Ja, zum Beispiel jetzt. Morgi wird alles los. Genau das. Ja, aber sobald man wieder genug für einen Stern kann, dafür zusammen zu bekommen, das wird jetzt langsam ein bisschen schwer. Ja. Aber Opa wurde es halbiert oder so, ne? Nee, das kann nur durch ein Glücksfeld kommen. Oh. Glaube ich. Das ist ein jetzt macht er es. Nein! Ja! Yeah! Ui! Ich will doch keine Zimmels, ich muss immer noch an die Tiefkühlweintrauben denken. Kannst du auch eine Banane entfrieren, Mogi? Ist das sexuelle Nein, Belästigung? Warum solltest du... Ja. Warum sollte man seine Banane einfrieren? Meine Banane wirst du lieben. Nein, nicht deine Banane. Ist nicht so, dass Bananen super matt... Oh, wobei... Oh, ich soll... Okay, wir müssen Banane und Weintraum einfrieren. Boah, ich glaube, Banane im Kühlschrank ist eine Sache, die manche Leute machen. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich gerade wieder. Banane, wenn man einfriert, soll es auch ein bisschen wie Eis sein. Aber vorher aufpellen, ne? Echt wie Eis? Sonst wird es hart mit der Schale abkriegen. Dann nimmst du ein Messer aus, mal drauf und dann passt schon. Ist kein Cuttermesser da? Ja. Dann kannst du einfach vorher pellen. Ja, dann musst du keine Operation machen. Ich meine, du kannst auch einfach Bananeneis relativ easy machen. Kannst du auch einfach eine Banane einfrieren, weil ich das ausprobieren will. Ja, natürlich. Ja. Gönn dir. Hab ich nichts gegen. Boah, jetzt eine Bananenmilch, das wär's. Nee. Doch. Na, Bananenmilch. Ich steh schon wieder so gut da, ich hab so Angst. Irgendwie eine Scheiße passiert. Ja, bei dir passiert gleich noch was. Ich sag's dir, ja. Ich sag es dir, mein Junge. Ja, sag ich dir. Oh, da kommt der zweite Würfel. Versteckte Block. Stern. Ich hatte diese Vorahnung. Stern. Oh mein Gott, und schon wieder so wenig Münzen. Was? Schon wieder die schlechtesten Blöcke der Welt. Uiuiui. Ich gib's nachher den Bonusstern für die meisten Glücksfelder gefunden. Ja. So wie ich der mich kenne. Was ist Regentanz? War das? Ja, du tanzt und es kommt ein Regen. Das ist so gut, oh mein Gott, das ist so gut. Oh nein. Lass mich die Pflanze in Ruhe. Das funktioniert so gut. Ich dränge dich rein vor unserer Challenge. Oh shit. Rein mit dir in die Wolke. Oh shit. Nein. Ich dachte, wenn ich ganz an der Wand stehe, wäre ich nicht berührt. Nein! Das lag falsch. Oh. Nein, Jungs. Vorsicht vor den Montys. Oh, rein mit euch in die Montys. Das ist das perfekte Minispiel. Hör auf, jetzt ich habe gewonnen. Das ist das perfekte Minispiel für diesen Modus. Jetzt wächst sie so ganz bisschen.
What? Wie konnten die so groß werden? Liebe, Photosynthese. Liebe und Sonne. Ja. Und Zuneigung. Aber das geht nach dem Verhältnis, wie viel man jeweils. Donkey Kong. Weil eigentlich können die doch richtig klein bleiben. Weiß ich nicht. Doch, doch, wenn jemand anders richtig lang unter der Wolke war, bleibt die eigene viel kleiner. Ich hätte immer noch gegen die Monties laufen müssen, ja. Das war nicht meine Aussage, aber maybe. So völlig unabhängig davon. Ja, ich hätte jetzt gerne Cola, aber danke. Okay. Also den Wanderstern kriege ich jetzt nicht. Fully ist gerade mal das halbe Spiel, es kann noch eine Menge passieren. Nee, nee, nee. Was gibt's? Gibt's? Das war echt was lustig, für ein Bowser, die einfach so eine Ohrfeige gibt. Hey, wieso? Was war daran verkehrt? Warum redet er so langsam? Klick's halt weg. Versuch ich ja. Yeah. Das ist okay, ein Deal, oder? Ich hätte gern Pechwürfel. Ich hab zwei, willst sein? Ich bin Bowser bisher, aber. Bin ich Bowser über den Weg gelaufen? Ja, nein, nein, bin ich nicht. Nee. Bowser und ich, wir kennen uns doch gar nicht in der Runde. Dann lass uns mal kennen. Mal schauen. Aber so nicht. Yes! Doch, doch, genau so. Ist es etwa 3 gegen Donkey? Immer kann ich jetzt irgendwas Cooles machen? Hier sind keine Felder, die irgendwie cool sind. Wie er grinst auf die Karte guckt. Was ist das eigentlich für eine Blase da hinten bei Bowser? Seht ihr die? Das ist einfach. Das ist weil dort. Sternfeld. Ja, das ist ein eigenes Feld quasi, aber das ist nicht wirklich ein Feld. Und deswegen ist das also sehe ich in einem Schritte. Ich weiß auch nicht, das ist aber auf anderen Karten auch so. Das ist ja bei den 10 Münzen hier links auch. Ja, da vorne ist auch ein. Das ist so. Ja. Das zieht hier halt einfach keinen Schritt ab. Das ist wie so ein Stecknadelkopf. Ein Gratisfeld. Reifenrüpel. Wer ist der Reifenrüpel? Oh mein Gott. Wer. Ja, Mogi! Nein! Und rein in die Masse. Yeah. Bremsmann! Nee! Es ist so schwer auszuweichen. Ja, komplett. Aber in den Donkey. Schön, Mave. Ich hab's doch gerettet. Das war wohl nichts. Satz mit X. So ein Mist. Das ist ein Satz mit X, den ich jemals gehört hab. So ein Mist. Ich meine, ich will ja wirklich nicht gemein sein, Mogi. Whisky Mixer, aber. Das war falsch. Aber? Aber. Ist nichts Persönliches, okay? Ja. Ja. Ich kann immer noch auf dem anderen Ereignisfeld landen. Was hast du vor? Ja, aber du hast kein Item oder so, also es ist Glück. Ja. Ach so. Oh nein, so langsam sind wir echt auf der Insel, die ohne Entkommen. Sowas aber auch. Maeve kann auch noch auf dem Ereignisfeld landen. Das war eventuell ein Winning Move. Yes! Danke, Maeve! Bitte? Oh lol, ist direkt wieder weg! Was soll ich sagen, Fully? Ich kann dafür nicht. Nein. War eine gute Taktik, Fully, solange es gedauert hat. Es war kein schlechter Move. Wenigstens hast du die Karte studiert. Es war kein schlechter Move. Ich lass mir das nicht nehmen. Es ist halt nicht so gelaufen wie geplant, aber du könntest immer noch auf dem Ausrufezeichenfeld landen. Oh oh. Genau so. Das ist es nicht. Oh, okay. Das ist noch ein bisschen mehr Wissen unten. Klappt. Aber es ist immer noch gefährlich. Ja, Johnny könnte nämlich noch drauf landen. Ich muss die ganze Zeit immer aufs Spielbrett gucken. Ich könnte immer irgendwas tun. Ja. Ja, ja. Ich auch aber einfach aufs Bowser. Tauschen nicht nächste Runde wieder? Nee. Nee. Ach, die tauschen nicht wieder Runde? Nur wenn man auch aufs Ereignisfeld geht. Oh, okay. Hm. Gut, dass wir das nach 9 Runden mal auffällt hier. Warte mal, macht er das wieder, nur weil ich keinen Stern habe, dass ich, wenn ich jetzt auf dem Bowser-Feld laufe, dass mir was schenkt? Nein. Ich trau dir nicht, Fully.
Du bist nicht wirklich nah dran an dem Bowser-Feld. Du warst vorhin letzter Platz, deswegen hast du was bekommen. Ich bin nicht nah dran. Ich hab doch gerade gezählt. Ja. Na, er hat dir nur was geschenkt, weil du letzter Platz warst, aber weil du Dritter bist, wird er halt kein Mitleid haben mit dir. Achso, willst du zum Bowser-Feld generell? Ich dachte, zu dem Bowser. Lässt sich auf sein eigenes Feld. Oh mein Gott, danke. Dem statte ich doch mal einen Besuch ab. So, jetzt bring mir endlich mal Pech hier. Merkt ihr, wie Johnny auf meiner Seite ist? Mal. Ich bin auf deiner Inselseite auf jeden Fall. Nein, nein, du hättest auf dein eigenes Feld gefasst gehen können. Nee, ich bin doch selber hier. Oh, nee. Oh. Ja, der haut jetzt ab. Das geht's doch nicht. Mir wird hier nie was geklaut. Jetzt krieg ich einen Bonusstern für Bowserfelder. Ich raste aus. Ja, stimmt. Hey, Moggy. Lass mal verlieren. Okay. Das gibt's doch nicht. Knall. Man hätte wenigstens ein Bowser-Minispiel machen können oder so. Oder ausgleichende Gerechtigkeit. Nee, das will ich ja gar nicht. Das war ich voll dumm. Okay, das wären wieder spannende 30 Sekunden. Ja. Ich lege meinen Controller zur Seite, damit ich nichts drücke. Johnny. Ich mache einen Kaffee. Warum? Warum, meinst, Johnny? Meinst du, das zählt? Hast du mich oder so? Ich glaube, es geht nur darum, wer explodiert, aber... Ich glaube auch. Ich mag es übrigens, dass John schon nur mit einer Hand pumpt. Johnny. Aber stimmt, es gibt doch schon explodiert. Ja, ich meine, jetzt macht es keinen Unterschied mehr, ob ich den einen habe oder... Wie das aussieht. Ja, keine Sorge, Maeve. Johnny? Ich mach doch nichts. Jonathan? Ich beiße nicht. Komm mal her, du Racker. Ich muss mal irgendwo meine Münzen loswerden. Na, ich muss was kaufen. Mir geht's da sehr ähnlich. Starrt der Cooper dich so scheiße an. So ein Arschloch. Was soll das denn? Ich krieg's nur... Das ist die vierte oder fünfte Runde hintereinander, wo ich eins habe. Da will jemand den eigenen Feldstern haben. Den Trödelstern. Alter, das Rad an. Wäre doch schön. Wenn du jetzt Bowser Jr. hittest, dann... Warum ist da ein Knopf in der Röhre? Shit. Was? Der Warpwürfel ist super gut. Was ist denn los mit dir? Ja, er wollte Bowser Jr. hitten. Ja, aber du wurdest nicht. Nein, ich wollte den Glückswürfel haben. So. Ich weiß nicht, was ich mit dem Warpwürfel machen soll. Oh, da kannst du einen ruinieren. Du bist safe und alles. Ja, ist wie ein Fluchtseil. Für mich gerade nicht. Für mich nee, aber kurz vom Stern? Ja, dann schon. Ja, wow. Fully weiß es überhaupt nicht zu schätzen, ey. Das wird mir erst in zwei Runden was bringen. Was soll ich denn damit? Wenn das Leben Fully Limonade gibt, macht er Zitronen drauf. Ja, siehst du, er weiß das gar nicht zu schätzen. Nein! Oh no, Moggy! Wollt ihr mich verarschen? Wieso wir? Kauf dir den Stern! Siehst du, Moggy, da wäre ich nämlich ganz schön nicht auf deiner Seite gewesen, hätte ich das gemacht. Dann wäre ich jetzt wieder weg. Wie, du bist jetzt wieder weg? Oh, wenn man jetzt... Ach nee. Wenn man hätte ich das eben geändert, dann wäre jetzt. Das hätte er jetzt. Ach, wenn man jetzt Donkey Kong, also Moggy, einen Pechwürfel gegeben hätte. Könnte er dann ein Item einsetzen nächste Runde? Ich kann ein Item. Ja. Also, ja, aber es ist theoretisch. Ja. Theoretisch halt. Oh. Du kannst auch, wenn du einen Pechwürfel bekommen hast, ein Item einsetzen. Ah, okay. Duellhandschuh? Oh, ouch. Duellhandschuh wäre auch nicht schlecht. Vielleicht bekommt Johnny auch noch einen Stern. Das würde mich doppelte Münzen! Holy shit. Hammer werfen. Das ist Hammer werfen. Das ist ein Hammer. Oh, das ist auch richtig gut. Für dieses Spiel. Ciao. Ach so, man kann einfach. Okay. Ja. Ach so, das ist auch richtig gut. Nee, ich wollte halt die Hämmer einsammeln. Ja, wäre wahrscheinlich aufregender gewesen. Geben die ja Minuspunkte? Nee. Aber mir ist nie aufgefallen, dass man verkacken kann, indem man einfach da runterfällt. Johnny wirkt wie jemand, der von euch bekommt einen Bonus. Nein. Mir geht's ganz gut hier. Der zweite Platz bekommt nie den Bonus. Ich denke auch, Johnny. Doch, der zweite Platz bekommt eine Goldrübe. Der zweite bekommt nur selten den Bonus. Wehe, ich geb den schon wieder. Die werden mir nicht noch mehr geben mit einer Goldrübe.
Ist Johnny. Lass mich ja zufrieden. Johnny. Johnny. Ja, oh, schon wieder gewählt. Ach man. Tod ist auch voller Scheiße. Also der sagt einfach, ich habe Geplatsche gehört. Meinte er Yoshi. Eine Goldröhre. Juhu. Was ist denn sein Problem? Ja, willst du dir nicht einen Stern kaufen, ne? Nee. Sag mal, warum nicht? Ich weiß nicht. Begründe. Man muss doch nicht immer gewinnen. Ah. Also, schade, dass man die Goldröhre gewinnen. Oh, ist ja witzig, wenn man Goldröhre anderen auch geben könnte. Ja. Ja, man muss ja nicht. Mach nicht noch eins! Wenn man so alle Items wieder so wie so Kapseln wegschmeißen könnte, wie mal Party 5. Na, oder halt. Oder halt Pechwürfel sich selber geben oder anderen geben könnte. Mario Party DS, glaube ich, da konnte man auch die Felder einfach platzieren und halt. Entweder man selber läuft drauf oder die anderen. Ich hab alles verloren. Das und ist dadurch cool, wird man glücklich. Du bekommst einen ausgegebenen Münzenstern. Nein! Du bekommst einen Stern, der dritte Block ist ein Stern. Das ist hier zweimal. Oh mein, fünf Münzen wollte mich fahren. Was Alter, soll das? Warum sind diese alle Blöcke gefunden mit Münzen? Warum sind die so schlecht? What the fuck? Ich weiß wie können die nicht. So schlecht sein? Ich weiß es Maeve nicht. Maeve, geht auf mein eigenes Feld, bitte. Fully ist auf jeden Fall kein Material Girl. Na, das ist ja kein Ereignis, wer soll denn das? Ich hab nicht gehört, ne? Er kann eh nicht rechts rüber. Sowas freches aber auch. Wir hätten also viel eingezahlt. Gönn dir. Ich werde einfach nicht würfeln. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Ich lehne mich zurück und ich lese Zeitung. Was steht heute im Sportartikel? Und Toadette, bei dir alles gut? Was macht die Arbeit? Alter, Bananen sind um 20% runtergesetzt bei Lidl. Wie günstig. Die kann man direkt einfrieren. Sehen. Boah, ich kriege in letzter Zeit immer so Werbung von irgendwelchen Läden in meinem Briefkasten. Hört auf damit. Wenn ihr zuguckt, hört auf damit. Kannst du was an deinem Briefkasten ranschreiben, dass sie das nicht machen? Ja, steht da. Steht am ganzen Haus überall und sie machen es trotzdem in letzter Zeit. Bei mir nicht. Es ist so viel Müll, den ich dadurch einfach unnötig kreiere, weil ich das nicht haben will eigentlich. Ja, das stimmt. Die Printmedien werden irgendwann aussterben. Bei uns steht immer auf so einem Mülleimer direkt neben dem Briefkasten. Oh mein fucking Gott. Oh, nicht Wegzollabillen. Ach, das ist doch schön. Ah, okay. Oh. Ja, guck mal, da ist der Pechwürfel. Du wolltest doch einen haben, oder? Ich habe einen Stern, tu nicht so, als ob das gut wäre. Dein Trostpreis kannst du dir auch schenken. Warte mal. Hey Johnny, gönn dir einen Stern. Problem. Ein okay. Stern. Alles gut. Kein Problem für den King. Ja, ja. Das reimte sich nicht. Aber schon riskant bei dir gerade, ne? Ja. Ja. Könnt ihr vielleicht nochmal irgendwie den Stern da entfernen oder so? Nö. Fully, du hast da so ein richtig cooles Item, was du eigentlich mal random einsetzen könntest. Nein. Die iPost online zu der Briefmaus weichen. Ich glaube schon. Aber wir müssen das ist Briefe abgeben. Oh nein, wir sind einfach nur wirklich unhilfsbereit und der arme Shy Guy ist völlig. Jungs, schon. Er macht halt aber auch nicht viel. Ja, er macht es ja nein! Selbst. Nein! Was ist denn du los? Hast, du hattest Brief in der Hand? Warum hattet ihr Brief in der Hand? Oh, weil hier rumfliegen. Und der rennt in deinen Reihen. Vorsicht, die fliegen hier rum. Das ist oh Gott, Maeve, hör auf! Oh ich Gott, weg mit dem Liebesbrief! Ich will keine Liebesbriefe. Ich bekomme zu viele. Gute Arbeit. Ich bin so froh, dass es Maeve auch passiert ist. Was ist mit dem Licht? Der Scheige hat mich, glaube ich, da reingedrückt. Der ist sehr hell gewesen, ne? Da waren die Schwarzwerte. Da war jetzt sehr viel Sättigung rausgenommen. War das Breath of the Wild gerade, oder was? Ja. Yeah. Ich bin einfach nicht so satt, deswegen war die Sättigung weg. Ich habe auch Hunger. Kein Ausrufezeichen. Ja, ich habe erst ein bisschen gebraucht, um es zu verstehen. Ich dachte, du fandest den einfach nur so scheiße, du wolltest nichts sagen. Ja, schön, dass ich habe mich gefreut, dass du dann so ein bisschen gesnickert hast. ich hab erst das gesagt, überdachte, dass ich mir Sättigung rausnehme. Oh, ein Snickers wäre jetzt cool. Gönn ich mir den? Du kannst doch Bowser landen.
Du bist nicht Baum, du, wenn der Yoshi du und bist Bowser. Bist, Bulli. Das war... Ach. Lame. Oha. Ich hab viel zu viel. So viele Münzen. Eigenes Feld. Keine nächste Runde. Ich kenne das mich. Gefühl dort. Ich kenne das Gefühl an der Ecke. Da wollen ein paar Leute den Ereignisstern, habe ich das Gefühl. Den Trödelstern. Du kriegst jetzt einen Stern, habe ich das Gefühl. Ja. Ich hab doch die Goldröhre dafür. Ja. Kannst du Goldröhre benutzen, ja. Dann wirst du es uns ganz schön zeigen. Verdammt nochmal. Hey Johnny. Hey Moggy, jetzt. Hier bin ich. Ich bin immer noch Platz 1, was willst du von mir? Naja. Wir sind jetzt im Sterne-Club. Wir sind im Club von Typen, die mal mit gegen Mario gekämpft haben. Oh, das stimmt. Oh, oh. Und dann nicht mehr. Ich meine, ja. Wir sind so Anti-Helden. Ich wurde von Mario mehrmals getötet. Weißt du, und jetzt komme ich drauf. Oh, oh. So ein Scheiß. Ist Fully drüben? Ich stell mir vor, du willst auf das eine Feld, ein Feld vor dem Bowser kommen. Mhm. Da wird's zum Stern. Das würde ganz schön wehtun. Das wäre peinlich. Zum Glück ist mir das nicht passiert. Peinlich. Ja, richtig. Jetzt probier ja. Unangenehm. Aber mir gefällt ja. Die nächste Runde gefällt mir gar nicht. Lawinen-Schlawiner. Was macht man da? Oh. Gut, dass ich es alle gesagt habe. Oh, können wir nicht wirklich eine machen? Ups. Na, weil wir machen einen größeren Schneeball. Den größten. Okay, wir machen Mexican Standoff. Weiß nicht, was das bedeutet, aber ja. Nee, so High-Noon-mäßig halt. Okay, so größer geht über. Nicht. Und dann, ich meine, wir werden uns einfach nur annullieren, das macht keinen Sinn. Also größer nicht geht. Oh mein Gott, nein! Ja, aber du wolltest das gute Arbeit, Johnny. Ja, eben. Man will ja verlieren. Aber oh. das Gefühl lasse ich mir nicht nehmen. Nein, ich wollte dich rauskicken. Ja, ich dich auch. Ja, wir sind eh die Erst. Wir können uns ein bisschen Spaß gönnen. Ja, genau. Nothing against a little horseplay every now and then. Genau das habe ich befürchtet. Hey. Aber ich bin doch Donkey und nicht Horse Kong. Nicht mich. Mann! Nächste Ding, ein bisschen Esel spielen. Wenn du jetzt auf ein eigenes Feld kommst, ne? Das wäre bescheuert, aber ich glaube nicht. Ich gehe. Nein. Oh, jetzt eine Goldröhre. Ja, erst mal eine Goldröhre reinhauen. Jetzt frittiere ich mir eine Goldröhre rein. Mann. Redet ihr von Wasserpfeif? Nein. Ja. Ich bekomme mixte Signale. warum hast du mich erwischt? Ey, du kannst Stern, auch eine 2 oder eine 1 würfeln. Ist eine 1/5 Chance, ob du einen Stern bekommst. Ja. Oh mein fuck. Ich wollte 4/5 Chance haben. Und wir haben gesagt, was, wenn diese Runde gar nicht mal so viele Sterne gekauft werden? Ja, es werden nicht so viele Sterne gekauft, diese Runde. Ja, aber es sind wenigstens noch ein paar. Aber was passiert auf jeden Fall? Sterne halten! Uli, du musst auch noch einer von uns werden. Nee. Fully musst du einen reingedrückt kriegen. Nee. Einer von uns. Ihr habt gelacht und ich hatte einfach die ganze Zeit die richtigen Strategien und Herangehensweisen. Du hast die scheiß Wahlprüfe geschenkt bekommen. Das ist korrekt. Und du hast nichts aus deinen Items gemacht. Und du hast nur 5 Münzen aus dem Glücksblock bekommen. Das ist auch wahr. Und überhaupt. Au! Wie er sich freut. Das war Morgi, nachdem er den Witz verstanden hat. Sättigung rausnehmen. Finde der witzig. Kann ich mir das leisten? Nee. Doch, nee. Nein. Nee, doch, ich nee. Befehl. Und da ist er wieder. Warum würfel ich vor Moggi? Wo ist Fully? Ich bin da. Ist da drüber, aber ich habe ihm den bösen Würfel gegeben. Hättest du mich einfach vor mir würfeln? Das ist doch gut an den Würfel. Naja. Was für Bave jetzt von mir? Dann hätte ich keinen Stein kosten. Was willst du denn von mir?
Hör auf! Einfach ganz hier. Ruhig. So wie wir jetzt. Oh, oh der Duellhandschuh! Duellhandschuh! Karte. Wieso Karte? Ja, da hast du einen Hidden Block. Oh nee, Gott, nein, das ist so schwer zu sehen. Oh Gott. Ich bei dir rechts, ja. Oh, das ist mir zu gut. Das hatte ich easy. Im Auge behalten. Ich war es zuerst im Auge behalten und dann wurden sie schon und dann dachte ich mir, oh fuck. Oh, echt? War ich so schnell vorbereitet. Denn der Bildschirm hatte nicht genug Herz dafür. Herz. 3 gegen Vario. Ich liebe dich. Oh. Ich und du, wir immer müssen zu. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht gewinnen. Komm her. Wie wir hinterher gucken. Okay. Wie viel Power hat diese Pflanze? Wo hat Rosalina einen Zauberstab? Kann sie damit auch zaubern? Ich lande ja nicht mehr. Ja, kann sie. Und was? Was immer du willst. Zieh mal an ihrem Finger. Ist das etwa das Himbeermonster? Was? Ja. Was? Den verstehe ich nicht. Warum hast du voll ihm Pechwürfe gegeben, Moggy? Ich habe zufällig gemacht. Was ist das, die Simpsons? Ja. Yeah. Das war, Marge war, ich glaube, es war bei Maggie. Hier kommt das Himbeermonster. Ah, ja. Weißt du warum? Ja. Deswegen haben wir darüber geredet. Ja. Okay. Er war so viel begeistert. Ich habe diese Auseinandersetzung verdrängt, okay. Ich will es jetzt trotzdem erklären. Das ist so ein Zwang in mir. Na, ich weiß es schon. Ich werde zufällig einfach machen. Die Leute werden sich fragen, warum das Himbeermonster, Moggy. Ja. Ja. Johnny kommt also hier kommt nie wieder raus. Es kommt tatsächlich daher, dass der Raspberries der englische Begriff für Furzgeräusche ist. Ja, das ist so seltsam. Ich habe ich habe mal nach Furz-Soundeffekten gesucht und dann Blowing war irgendwas Raspberry. Mit Raspberries und ich dachte mir, hä? Okay. Ich habe mir nicht so viel dabei gedacht. Und dann habe ich irgendwann mal bei der Simpsons-Folge das als Marge plötzlich sagt, hier kommt das Himbeermonster zusammengesetzt. Und ich dachte mir, oh mein Gott. Bei den Simpsons ist sowas oft passiert. Da war auch irgendwas bei der Tomako-Folge. Ja, genau, mit dem Minced Meat. Daran habe ich auch gedacht. Yes. Das ist eine Minzpastete ist, obwohl es eigentlich nur Hackfleisch ist. Die Minzpastete. Ey, Maeve, du hast doch gewonnen. Aber ich liebe das mit der Himbeere. Es ist einfach, auch das in Büchern wahrscheinlich wird das so beschrieben, einfach Blue... ich weiß nicht. Hast du gerade Blut gemacht danach? Blowing a raspberry. So. Warum würdest du sowas tun? Das heißt so viel wie... Habt ihr schon mal eine Himbeere geblasen? Möchte ich jetzt nicht drüber reden. Ja, das ist kein passendes Thema für einen Stream. Das ist eine Aufnahme. Kannst du mal reden, Fully. Wird raus, kann rausgeschnitten werden, alles gut. Also hast du? Boah, da hat Fully aber was erzählt gerade. Also vielleicht mit Himbeergeschmack. So wie funktioniert, Moggy? Wie funktioniert der jetzt? Du nimmst ihn und kaust ihm jemanden ins Gesicht. Aber warte mal, was will ich denn jetzt erreichen? Ich will, dass ich gegen Fully spiele und dann verliere. Was will ich jetzt erreichen? Richtig? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Fully hat... Ja, ja, ja. Was für Ziele... Was für Ziele setze ich mir? Sie war ganz müde und dann klatsch. Du hast meine Ehre verletzt. Ich verletze dich gleich. Wie sie sich so gestreckt hat. Es geht nur um Münzen. Man kann es... Selbst mit dem Duellhandschuh geht es nur um Münzen. Das ist so langweilig, oder? Ja. Ich finde euch langweilig. Wapa! Nein, tue ich nicht. Okay. Pai-ai! Also, Johnny will mir Geld klauen. Das ich finde, er sollte das Minispiel richtig spielen. Nein, ich will dir Geld schenken. Nein, du willst mir Geld klauen. Okay. Ja, ihr solltet das richtig spielen. Die werden es bestimmt richtig spielen. Oh Gott, ihr müsst es richtig spielen, sonst wird es nicht enden. Och nee, was ist denn das? Kein Zeitlimit.
Das ist ja schön. Oh mein Gott. Mann, das hätte alles sein können, dieser fucking Duellhandschuh. Ich dachte, es wird das coole Kartspiel. Mario Kart. Mein Pulli gewinnt anscheinend. Mario Kart. Ich gehe einfach nur immer in eine Richtung. Dr. Marius Mario Smart. Ja. Dann, ja, weiß ich auch nicht, ne? Der Fuli ist ein Gönner. Ich hab ein Hot Take. Oh. Dr. Mario ist nicht mal ansatzweise so spaßig wie Tetris. Nee, das stimmt. Tetris ist ja auch ein Schlagball. So viele Dr. Mario-Teile. Fieser Vergleich. Ich hab heute ein bisschen durch WiiWare-Spiele geschaut. Willst du mir erzählen, dass es mehr als Tetris gibt? Weil der Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber es gibt erschreckend viel Dr. Mario. Ja. Vor allem, es gibt so viel Dr. Luigi. Puyo, ich finde selbst Puyo Puyo einfach besser als Dr. Mario. Oh, Puyo Puyo wurde auch so hart ausgeschlachtet. Ja. Aber ja, Dr. Mario ist nicht so spaßig. Geht es jetzt wirklich, also... Wisst ihr, was interessant ist? Ich war auch noch nie so schlecht. Ich komme wirklich gar nicht voran. Ich war doch nie so gut. Nee, also guck mal, hier kann ich zum Beispiel nicht hin. Ja, die drehen sich nur dreimal die Lieder an und die blauen immer. Ja, ja. Blau. Ja. Kann ich hin? Ah, hier geht's. Weil welches für dich kann ich auch nicht lang. Doch. Für mich sind die rot und blau. Jetzt habe ich den Weg gefunden. Lila könnte aber beides sein. Ich stell mir gerade vor, es wäre so ein ernstes Spiel und keiner schafft es irgendwie. Oh, wo muss ich hin? Warum gibt's hier kein Zeitlimit? Weil es ein Duell-Minispiel ist. Ich denke schon, dass es irgendwann eins kommt. Das ist wie bei allen anderen Spielen. Nach 5 Minuten. Die wollen ihre Server nicht zu sehr belasten, Mogi. Das kannst du mir glauben. Okay, pass auf, Maeve. Mach nur das Nötigste. Such nach einer Quizfrage und wer von beiden sie richtig oder stelle, wer von beiden sie richtig beantwortet, muss ins Ziel gehen. Nein, nein, nein. Das ist falsch rum, Mogi. Okay, nein, weißt du was? Das macht keinen Sinn. Pass auf, ich denke an eine Zahl, okay? Zwischen 1 und 10. Ich schick sie Maeve. Und ihr müsst was sagen, wenn er dran ist. Er hat noch keine. Doch, ich hab sie schon. Wer näher dran ist, der wird dann, muss durchgehen. Okay. Okay. Fully, bist du bei der. Und Zeit läuft ab. Neun. Wir es machen. Dann hat. Sag eine Zahl, Johnny. So, dann lass mir die Zeit ablaufen, oder? Johnny hat 9 gesagt. Damit ist Johnny näher dran. Ich hab nämlich die 7. Ich wollte sogar 7 sagen zuerst, aber ich dachte mir, wenn Fully die 4 nimmt, das wäre so ultimativ nah dran. Ich lauf da jetzt nicht rein. Das wäre so unnormal. Nein, die Zeit läuft. Ja, die Zeit läuft ja ab. Das haben wir ja jetzt nur als Jonathan. Ausstieg genommen. Ich möchte anmerken, bei Mario Kart 8, wenn man es online spielt, wird man disconnected, wenn man für 5 Sekunden stehen bleibt. Und hier kann man einfach für 5 Minuten stehen bleiben. Und dann sagen sie sich langsam, jetzt lassen wir mal mit Zeit ablaufen. Ihr bleibt doch verbunden. Ich muss übrigens ein Geständnis machen. Ich war super früh schon am Ziel und bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Wir haben es gesehen. Haben wir gesehen. Das ist Blitzkrieg. Wir können deine Seite sehen. Aber niemand hat es angemerkt, dass du dachtest, ich bekomme es. Warum sollst du das so anmerken? Du hast ja kein gutes Ziel zu laufen. Oh, Fully, du bist ja umgedreht. Ich meine, Nein! Nein! Let's go! Nein! Johnny. Let's go! Let's go! Johnny, let's go! Ich kann es mir gar nicht leisten, den Steinblock zu nehmen. Also. Ja, das war 49. Hättest du mal das Minispiel gewonnen, Johnny? Ja, ne? Stimmt. Hättest du mal das Duell gewonnen? Ich sag's wie Fillmore. Auf der Brücke war ich kein Ehrenmann. Da war mir der Sieg dann doch, also der Lose, zu wichtig. Fallball. Eisstachellauf. Eisstachellauf. Was ist der Eisstachellauf? Keine Ahnung. Ach, das. Sehr schön. Hey! Was? Ach, der ist noch gebaut. Nein! Glückwunsch, Moggy! Hui, was? Die Schnauze und Kong freue ich mich auch noch. Oh Mann, Platz 1 für mich. Unglaublich. Unglaublich. Ich kann's nicht glauben, dass Moggy gewonnen hat. Ich kann nicht glauben, dass Fully. Ich meine, er könnte. Nein, auch wenn er auf dem Ereignis fällt, das ändert nichts. Ich kann nicht glauben, dass Donkey Kong wirklich gestorben ist. Fully kann nicht glauben, dass es nicht Butter ist. Fully ist so gut im Verlieren.
Aber ich habe auch oft in unseren Runden gewonnen. So ein Loser. Oh, das sind nur 12 Münzen weniger. Hm. Frage. Ja? Kannst du glauben, dass es nicht Butter ist? Nee. Maeve? Ja. Ich hätte wohl diesen vor. Stern so reingedrückt. Oh. 10. Oh, das ist aber toll. Oh. Wäre ich in das Dings reingelaufen, dann hätte ich mir den Steinblock leisten können und Fully hat den Stern bekommen, ne? Ja. Yeah. Nee, doch. Die Strategien in diesem Spiel sind so... 49 Münzen, glaube ich. Also 50 so hätte er gekostet, glaube ich. Junge. Ja, es waren 49. Ja, irgendwie sowas. Das ist so riskant, ey. Nein, ziemlich genau. Es waren nämlich 5 mehr Münzen, als ich beim letzten Mal hatte. Okay. Ist die Musik anders? Die ist voll schön gerade. Das kostet die ändert sich in den letzten 5 Runden oder so vielleicht? Ja. Oder ist einfach die eine andere Stelle im Song vielleicht. Oh, ist aber ganz schön teuer. Gegen Ende nochmal wissen. Er will also am meisten Münzen ausgeben, okay? Was ist das hier für ein Wucher? Ja. Gönn dir was. Damit ist er wenigstens Dritter, ne? Außer er bekommt einen Stern für die meist ausgegebenen Münzen. Dann, das ja. Stimmt. Aber das passiert, ne? Das passiert nicht. Meint ihr, die Brücke da kommt irgendwann ein? Ui. Also, ich glaube eher, dass der Steinblock irgendwann ein. Oh, natürlich. Ich frag mich, ob du Münzen bekommst. Komm schon, die 1. Münzen, die ihr auch kriegen, ey. Oh ja, ich kann die 1 einfach auswählen. Willst du auf dem Glücksfeld? Warum? Ich will ein Duell mit Maeve. Oh, ich will mit meinem clever, clever, ja, ja, ja. Duell machen. Und dann wird gesetzt, was wir haben. Maeve über den Tisch. All in, oder was? Yo. Und Maeve, wir spielen richtig. Wir haben sowieso so viel Münzen, dass keinen Unterschied macht. Okay. Wir haben auch so viel bekommen und so viel ausgegeben. Er hat nur 17. Maeve hat nur 17. Ja, ich weiß, aber er soll trotzdem richtig spielen. Wie richtig? Ja, richtig er spielen. Wir spielen das Spiel jetzt richtig. Also, du willst Münzen haben? So, als würden wir gewinnen wollen, ja. Okay. Hat Moggy einfach jetzt in umgedrehter Psychologie die Annahme, dass wenn sie richtig spielen, Maeve gewinnen wird und er dann... Ich bin mir nicht sicher, ob er mich verarschen will. Ne, ich will es richtig spielen, was soll das denn? Das ist ja, Moggy in der will letzten das, Runde, das hier mache, ist Tradition für mich. Ihr könnt mir das nicht einfach ja, aber, nehmen. Aber man kann doch so einfach jetzt so tun, oh, also, oh hoppla, oh Gott. Dann mach das, dann gewinne ich. Ach, komm. Oh nein. Das ist psychologische Kriegsführung. Oh, ups. Oh, ich bin Maeve. Ich bin ganz rechts von der Strategie her. Das ist ja ungünstig. Hä? Wenn man gewinnt, ist man immer rechts. Oh nein. Nein, ist man nicht. Das macht gar keinen Unterschied. Du kannst ganz links warten und ausweichen. Oh, seht ihr das? Okay, dann warte ich ganz links. Oh mein Gott. Maeve. Lässt dir es gefallen? Der olle Maeve. Du gegen den Affen. Literally losing against the monkey. Also kann keiner erzählen, dass Maeve das gerade... Ich mach das nicht mit Absicht. Ja, ja. Ja, yeah. Ich mach das wirklich nicht mit Absicht. Du dachtest wirklich, je weiter rechts du bist, desto besser? Schau dir Yoshi da hinten an. Okay, respektiere. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie gut ich in der zweiten Hälfte war? Ja, ich hab's gesehen. Ja, du hast nichts mehr falsch gesehen. Ich hab's gesehen. Wie Donkey Kong. Oh. Ich war richtig bad, aber ich bin auch immer bad in dem Spiel. Ja, ich eigentlich auch. Das ist gar nicht wahr, oder? Steinblock. Lol. Na, 7 Münzen, okay. Als ob es Unterschied macht an dem Punkt. Willst du noch die 100 voll machen? Ne, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Doch, das kannst du noch. Wie? Mit Arbeit und Fleiß. Oh, hallo. Johnny peilt den Stern für die meistverwendeten Items an. Ich wollte gerade sagen, Johnny, was ist los? Ohne Grund. Schon wieder. Oh ja, Johnny muss jetzt auch noch Münzen klauen gehen, oder? Oh ja, aus einer Münzenklaue gehen. Aber keiner von mir. Also eigentlich wollte ich zu Buhu. Er kann nicht von mir. Nee, geht nicht. War nicht so clever. Komm, ne Moggy. Yes. Ausgleichende Gerechtigkeit. Und jetzt kriegt er 86 Münzen. Das ist ja so cool. Aber bestimmt auch nur das 15 oder so. 10. Das ist doch random, kann man keiner sagen. Ich hab wirklich edel von dir. Wenn du hast gedrückt? 86 Stück. Lass mich doch nicht einfach von ihm beklauen. Ja, er hat gedrückt. Okay. Er hat dir mit den Armen gedrückt. Oh, nice. Ich meine, siehst du, wie viel Münzen ich habe? Es macht wirklich keinen Unterschied mehr für mich. Okay. Kein Item für mich.
Och man. Vierer Minispiel. Wonach wird das überhaupt entschieden? Wieso ist das überhaupt so? Was ist die Schirmherrschaft? Ich weiß es nicht. Wir lassen uns mit dem Schirm fallen hier. Oh nein. Ich bin da richtig schlecht. Oh mein Gott. Mogi! Nein! Oh Gott! Oh. Sehr gut. Nein! Oh shit! Sehr gut. Immer unter Mogi bleiben. Oh Hilfe, die schmeißen hier von der Seite. Oh nein. Gott! Der Hammer, den krieg ich. Oh. Nein, ich hab eine Münze bekommen. Nein, der Sack! Ich hab den Sack bekommen! Oh mein Gott! Nein, ich auch! Oh, scheiße! Ich will den Sack unten drücken! Nein. Ah, weg hier! Nein! Oh mein Gott, ich krieg sonst nie so viele Münzen! Nein! Wir haben alle so viele bekommen! Oh Gott. Ich krieg nie so viele in dem Scheißspiel! Oh mein Gott! Ich war fast! Wirklich? Ja, ich bin richtig so schlechterin! So. Das war schwieriger als erwartet! Das sieht doch schon wieder nicht gut. Wir vergeben den. Alter, Bono. Die Bobi sind nie gut für den Joni. Mann! Er musste die Goldröhre am Ende noch einsetzen. Er konnte sich das nicht nehmen lassen. Das ist nicht wahr. Bowser den habe ich auch Johnny. Nicht. Das bin ich. Und Johnny und Maeve, oder? Nee, nur Johnny. Hey Johnny, ich. Glückwunsch. Schon wieder gewonnen. Erinnert ihr euch, was meine Worte waren? Ja. Immer hier. Und ich war so lange Erster und ich habe es wieder geschafft. Zwei weitere Mario Party Runden unter meinem Gürtel. Ungeschlagen. Nee, die hab ich. Und ich bin wieder Zweiter. Platz. Ich bin schon wieder Dritter. Das ist dasselbe, ist nochmal passiert. Ja. Das war immer mein Plan. Du bist der Superstar. Ich habe euch einfach nur erzählt, dass es darum geht zu spielen. Planen war einfach die ganze Zeit, dass er mal zwei erinnert ihr doch, als ich ganz lange auf die Karte geschaut habe. Ja, die erinnern sich noch dran. Das Spiel weiß Bescheid. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe heute Münzen gefahren. Meiste Minispiel-Siege, Mogi. Nee, du hast einfach reingeschissen. Ich möchte anmerken... Bei den Runden, wo es darum geht, alles zu verlieren, habe ich zweimal nacheinander die meisten Minispiel-Siege. Ich kann nicht mal am besten verlieren. Ich auch nicht. Im Gegenteil, was ist Münzen denn los? Münzen sind stets hilfreich. Gar nicht. Gott, wie kann ich denn immer so abräumen? Mit dem vierten Knapp Platz begnügen. Du hast die meisten Münzen von allen gesammelt, das für die Anerkennung. Wie viele Münzen hat sich gesammelt? Ich habe super viele Münzen gehabt. Diesmal jetzt, wie viele Items hat Johnny eingesetzt? Ja. Mensch, Johnny, danke übrigens. Nee. Also ich hätte ja trotzdem gewonnen, weil hätten wir ihn beide bekommen. Ja, aber trotzdem. Ich habe mit Abstand die wenigsten doch mit runtergezogen. Gehabt. 54, wie konnte ich so wenig laufen? Nee, dann hätte ich... Nee, doch, dann hätte ich 3-2. Dann wäre es 3-2-1, wäre unser Sternstand, aber trotzdem. Der fucking Bowser-Stern! Wie kann es jedes Mal das eine sein, was ich auch ansage? Oh mein Gott, Ereignisfelder wäre interessant gewesen. Ich habe das fucking Bowser-Feld anvisiert. Ich habe gesagt, jeder jetzt drauf, damit irgendwas Schlechtes passiert. Er schenkt mir wieder nur Scheiße oder so und dann... Ach, und dann ist es der eine Stern. Es ist, als hätte Bowser mir einen Stern geschenkt. Ja. Die dummen... versteckten Blöcke. Jeder hat nur ein Item gekauft. Ich geh jetzt. Ja. Tschüss. Ciao. 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 Die Anzahl der Sterne. Ich bin richtig aufgedreht. Kometenhafter Aufstieg. Bonusübersicht. Item-Bonus. Ich bin steil Johnny. Gegangen. Bowserfeld-Bonus. Johnny. Also was dann eine normale Mario Party-Runde angehen würde, hättest du eigentlich voll abkassiert. Ich bin steil gegangen. Ja, das aber wir alle... Ich finde es übrigens immer noch faszinierend, wie Fully diesen einen Stern da so ausgewichen ist. In ein, zwei Runden da. Yeah. Findest du es nicht interessant, erstaunlicher, wie ich dem Stern nicht ausgewichen bin? Ich bin auf das Ereignis. Zuerst Fully hat ihn rübergebracht, dann hast du ihn weggebracht und dann Runde danach bin ich aufs Ereignisfeld direkt vor dem Stern gelaufen, um ihn wieder zurückzubringen. Das war stark. Du wolltest halt wirklich diesen Stern haben. Ich wollte ihn wirklich haben, ja. Ja, du wolltest ihn wirklich haben. Und du hast ihn behalten. Ja. Ich mag übrigens immer noch das Endbild mit Donkey Kong und der Landkarte. Ich weiß nicht, ganz wie ich vor dem Spiel mache. Das ist das Thumbnail fürs zweite Video. Nein, dann beschweren sich Leute wieder, dass man da schon sieht, wer gewinnt.
Oh. Der mit der Karte. Spoiler. Dann. Aber es geht ja nicht darum, wer gewinnt, es geht darum, wer verliert. Ja, das siehst du auch. Ja, aber nicht, wenn du nur auf Donkey Kong zoomst. Naja, dann würde ich sagen, es war doch schon mal ein guter Vorgeschmack auf den nächsten Part. Es gibt einen nächsten Part? Keine Ahnung, bestimmt irgendwann. Bis dann. Okay. Tschüss. Ja, ciao.